3, 2, 1, los. Zu laut. Oh ja. So. Sie hat die Eier dabei. Warum nennt sie sie eigentlich Sir? Stop calling me Sir. Ich weiß es nicht, aber sie nennt sie immer Sir. Okay. Du machst die Eier fertig und ich mische schon mal die Farben. Mich würde jetzt interessieren, ist in der roten Tasse rot, in der gelben gelb und in der blauen blau? Das wäre zumindest gut durchdacht. Und Marcy hat die Eier gebraten, anstatt sie zu kochen. Ja, und falls sich jemand fragt, was wir hier machen, es ist der Easter Beagle, Charlie Brown. Und ja, in den Farben waren die passenden Tassen. In den Tassen waren die passenden Farben. Immerhin. Scheiße. Ach. Es ist wie immer. Ich höre dich so leise. Gar nicht. Warte. Ich muss das hier ändern. Der, Schröder ärgert sich, weil das Mädchen Lucy immer nur an Geschenke denkt und nicht an den Geist von Ostern, der ja quasi das Frühlingserwachen darstellt und eben nicht Geschenke. Wie heißt dieses gelbe Fledervieh? Woodstock. Ach, ich war bei Woodpecker und das kann es nicht sein. Nein, er wurde tatsächlich nach 69 von den Fans so genannt bei einem Wettbewerb, wie das Vögelchen heißen soll. Witzig. Oh, jetzt hört es auf zu regnen. Ah, das heißt, du bist ungefähr eine Sekunde weiter als ich. Oh. Der beschwert sich. Bei Snoopy. Ja, achte auf die Stimme von dem Vogel. Sie quakt wie eine Ente. Jetzt wird er ausgefrungen und da musste ich lachen, weil jeder hat schon mal dran gedacht, einen Vogel auszufringen. Ja. Und das Ohr damit zu putzen. Natürlich. Jetzt klingt er aber nicht wie eine Ente. Doch. Er klingt wie das Ente. Und jetzt wie ein Huhn. Naja, ob das ein Huhn war, weiß ich jetzt nicht. Aber er geht jetzt auf jeden Fall mit Snoopy zurück zu seinem Nest. Und beschwert sich weiterhin. Fahrstuhl nach oben. Was für ein Fahrstuhl jetzt? Da bist du früher als ich. Der Fahrstuhl, genau. Ja. Und beschwert sich weiter. Aber was soll der arme Hund nur tun? Jetzt ist ein begossener Pudel. Mit dem nassen Nest auf dem Kopf. Und es ist fast Ostern und Sally hat nichts anzuziehen. Außer einem Schrank voll Klamotten. Und Schuhen. Zum Glück kommen Lucy und Linus und wollen zum Geschäft gehen. Um ganz viele Osterdinge zu kaufen. Was natürlich eine vollkommene Zeitverschwendung ist, weil das macht doch der Easter Beagle. Bist du sicher, dass der Easter Beagle das macht, Linus? Ich habe ein Déjà-vu wegen dem Halloween-Kürbis. Ja, es gibt gewisse Parallelen.
Allein es probiert wieder alle davon zu überzeugen, dass wirklich der Easter Beagle einfach alles bringt und man nichts machen muss für Ostern. Der Easter Beagle steigt aus dem... Hast du jetzt auch Werbung? Der Easter Beagle steigt aus dem Kürbisfeld und... Nein, warte. Also ich habe Werbung, ohne dass tatsächlich Werbung kam. Jetzt geht's weiter. Okay. Merkwürdig. Ich hatte keine Werbung. Und die Kinder stellen fest, dass alles voll mit Weihnachtsdekorationen ist, weil es nur noch 246 Tage bis Weihnachten ist. Ach, die Zeit rast wieder mal. Sally probiert Hüte an, die erschreckend nach Kürbis aussehen. Das erinnert mich an Potsdok letztes Jahr, als wir im August versucht haben, Sommerkleidung zu kaufen für den armen Ansgar. Ha! Damals, als die Hose zerrissen ist. Ja. Was für Scheißkinder, lassen einfach die ganzen Hüte liegen, die sie aus dem Regal gezogen haben. So sind sie halt. Also bei mir noch nicht, bei mir ziehen sie es erst an und lachen. Ah, okay, dann stoppe ich für ein paar Sekunden und du sagst mir, wenn sie die Rolltreppe hochfahren. Okay. Na, wenigstens guckt Charlie Brown böse. Ja. Ich glaube, Charlie Brown ist der älteste 8-Jährige der Welt. So, jetzt kommen sie zur Rolltreppe. Ja. Sehr gut. Und Snoopy geht runter und die anderen fahren hoch. Dann sind wir jetzt ungefähr wieder gleich. Noch eine Rolltreppe. Ja. Und Snoopy fährt schon wieder von oben nach unten. Ich habe das Gefühl, das ist das gleiche Bild wie eben, ist nur gespiegelt. Nein, eben hing ein Kranz in der Mitte und jetzt ist es da ein Vogel mit einem, ich weiß auch nicht, was das ist. Oh, Schuhe. Ja, rosane Absatzschuhe. Passen zu den Tennisschlägern, die neben dran stehen. Ja. Naja, Sally mag die Schuhe, weil sie sowieso gerne anders ist. Ich mag Sally irgendwie. Snoopy probiert einen Kaugummiautomaten zu bedienen, was aber irgendwie nicht funktioniert. Naja, weil alle Kaugummis rausfallen. Das ist doch das, was man will. Aber doch nicht alle. Sugar Easter Eggs, see the bunnies. Oh, das sind die Bunnies. Im Easter Egg aus Sugar? Ja, und sie tanzen. Bist du sicher, dass das kein LSD-Automat war? Nein. Und Snoopy tanzt, mit den Hasen. Im Zuckerei. It's a bad LSD-Trip, Charlie. Stand eben dieser Hase auch schon hinter ihm? Naja, wirklich hat Marcy Eier. Es ist schön, wie Linus, wie überzeugt er davon ist, dass der Easter Beagle alles macht. Ah, und Snoopy shoppt auch ein bisschen, nämlich Vogelhäuschen für Woodstock. Aber scheint alle etwas teuer zu sein. Ja, das geht. Die kosten alle Dollar. Mhm. Zum Glück hat er einen Dollarschein.
Dieses Musikthema gefällt mir übrigens sehr gut. Ja, das ist irgendwie so Classic Rock 70er, so psychedelisch. Ja, aber auch so ein bisschen Jazz. Sehr cool. So, jetzt hängt er eben das Haus an den Baum. Aber Woodstock passt nicht rein. Da steckt der Nase fest. Undankbare Vogel. Ja. Jetzt kommt bei mir schon wieder Werbung. Was ist das denn? Was? Mach ich kurz Pause. Hat das damit zu tun, dass das der scheiß Adblocker bei Firefox nicht geht? Möglich. Weil ich habe Chromium an mit Adblockern und das funktioniert. Ja, ich habe das auch nicht. So, es geht weiter. Gut. Also es ist nicht so, dass Werbung laufen würde, aber es steht da Werbung. Snoopy hat den Vogel einfach in das Haus implantiert. Er guckt aber wenigstens, ob das Loch, das er bohrt, keine Kanten mehr hat oder so, bevor er ihn reinstopft. Ja. Also, na, eigentlich stopft er das Haus um den Vogel, aber ja. Bei welcher Zeit bist du gerade? Also er erklärt gerade den Easter Beagle bei 10:47. Sehr gut, dann habe ich noch ein paar Sekunden. So. Siehst du, immerhin weißt du noch vom Great Pumpkin. Genau. Sally beklagt sich nämlich, dass der Great Pumpkin auch so ein Reinfall war, wie bestimmt jetzt auch der Easter Beagle. Dabei kennt doch jeder die Geschichte vom Easter Beagle. Weiter geht's mit dem Eierfärben. Sie kippt Ketchup in das rote Glas. Und Marcel legt die Eier ins Waffeleisen. Marcel kommt mit dieser Folge dümmer vor als sonst. Ja, durchaus. Ja. Weil in den Toaster will das Ei auch nicht. Was macht man denn damit? In den Backofen. Zwar die ganze Packung. Scheint nicht die beste Idee gewesen zu sein. Sie müssen wieder in den Laden und Eier kaufen. Aber das macht doch der Easter Beagle. Aber wenn sie das Marcy zeigen will, wieso zeigt sie es ihr dann nicht? Vielleicht ist das so ein... Der hat einen ziemlich deformierten Kopf, dieser Junge. Ja, aber bei der Schwester hättest du das auch. Aus dem Vogelhäuschen erklingen Baugeräusche. Die plötzlich verstummen, dafür kommt Fahrstuhlmusik. Und er hat es sehr 70s eingerichtet. Oh ja. Oh, das sind Kopfhörer. Oh ja. Und was war das Stereoanlage? Irgendwie sehr, sehr viele Hippie-Gänseblümchen überall. Es waren die 70er. Ich weiß nicht genau, von wann das tatsächlich ist, aber so ungefähr. Wieso ist der Hund so krantig? Snoopy steckt die Nase in das Haus und macht alles kaputt. Dieser Hund. Und es ist nicht mal ein Kriegsflashback. Toll.
Jetzt schleppt der Vogel den Snoopy zurück zum Discount. Hey, here's old Snoop. He's a cool kid. Und Woodstock kommt nicht rein, weil die Tür nicht aufgeht. Und Woodstock ist halt kein cool kid. Ich platsche ein wenig. Okay. Derweil werden Spieluhren aufgezogen, die... Weihnachtsenden. Ja. Ich verstehe den Engel und die anderen Engel und diese Sänger-Dinger, aber den Vogel und die Enten verstehe ich nicht so. Wie sieht es mit den Fischen aus? Ja, Fisch ist ja doch so ein Jesus-Symbol. Das könnte ich doch akzeptieren. Wirklich? Wird der Karpfen an Weihnachten gegessen, weil man damit den Leib Christi verspeist? Natürlich, ich habe keine Ahnung. Ja, bei mir kommt Werbung. Ich verstehe es nicht. Ich mache nochmal Pause und du sagst mir, wenn es weitergeht. Das sind immer so 10 Sekunden, in denen Advertisement da steht und dann jetzt geht's weiter. Sehr gut. Und Snoopy und Marcy tanzen zu der Musicbox-Musik und es tanzen sie alle drei. Und dann verteilt der Hund Küsse und... Er ist ein echter Lady's Dog. Ja. But he has a funny nose. Naja, Snoopy kauft ein neues Baumhaus für den Vogel. Danke. Baum. Und diesmal sogar mit einer Strickleiter. Warum allerdings jetzt der Aufzug kaputt ist, verstehe ich nicht. Und warum das Loch auf einmal passt, auch nicht. Aber gut. Ja. Vor allem, wozu ein Strickleiter, wenn der Vogel fliegen kann? Ja. So, endlich werden hier mal Eier gekocht. Ja, und jetzt roasted, toasted oder waffelt. Genau. Ich mag das Wort waffelt. Soll ich dir einen Karpfen machen? Nee, danke. Aber statt die Eier mit Schale zu kochen, werden sie quasi pochiert. Ja. Und zwar alle. Restlos. A whole dozen. Ach, Marcy. So wird das nix mit dem Easter Beagle. Aber es beult seltsam und sie stellten fest, dass es wie Suppe riecht. Hat sie Charlie gerade Chuck genannt? Sie nennt Charlie öfter Chuck. Okay. Weil sie ist halt Sir. Ja, wie kann man jemandem über Ostern was beibringen, wenn man keine bunten Eier hat? Ja. Lucy will partout nicht vom Easter Beagle hören. Aber sie färbt die Eier schön. Naja, es ist halt so Mainzer Karnevalsfarben, ne?
Ja, vor allem malt sie auch eigentlich nur zwei Seiten an. Und verteilt sie dann im Garten. Und sie sehen ganz anders aus, als sie eben gefärbt hat. Das hat man nur nicht gesehen. Weil Ach die so. Punkte, die kommen erst nachher drauf. Erst bei Berührung mit Wiese entstehen die Punkte. Mit Wieseln, ja. Das ist quasi Ausschlag. Ja. Ausschlag an den Eiern. Oh, das ist unangenehm. Von Wieseln. Und ich sag noch, lass die Finger von den Wieseln. Du kennst das Lied, in meiner Hose wohnt ein Iltis, oder? Ja. Gut. Ach, da ist er, Ostermorgen, und sie hat keine bunten Eier. Und sie regt sich tierisch auf und sagt gleich einen wunderschönen Satz. Vielleicht doch nicht. Sie hat noch nicht gesagt, you blockhead. Stimmt. Und auch der gute Chuck ist deprimiert. Ja, weil es gibt nur Holidays, damit Leute Spaß haben können und sich treffen können. Ach, verdammt. Und was macht Woodstock in der Zeit? Er hat noch nicht umgebaut. Er sitzt in Werbung. Und Sally regt sich immer noch weiter auf und sagt den wunderschönen Satz: Never trust a man with a blanket. Ach ja. Und verlangt nach ihrem Anwalt. Jetzt sind wir noch weiter auseinander, weil er wieder weiter vorne anfängt bei mir. Wo bist du zeitmäßig? Jetzt beschwert sich Sally erst. Okay. Wenn die Beschwerdeszene vorbei ist, sag Bescheid. Ja. Jetzt kam Man with a Blanket. The Lawyer. So, jetzt sitzen die zwei auf der, Gut. Auf der Couch, auf der Bank und sind deprimiert. Aber nur kurz. Ja, denn was kommt dort von da hinten her? Was hopst dort über die Wiese? Und verteilt seine Eier überall. Mit einem fröhlichen irischen Volkslied. Da ist er. Es ist der Easter Beagle. Oh mein Gott, Charlie Brown, es ist der Easter Beagle. Und alle gucken sie ganz überrascht, während der Easter Beagle ihnen Eier schenkt. Ja. Das ist für mich jedes Ostern auch das Schönste, wenn der Easter Beagle angehüpft kommt. Der arme Vogel wurde von einem Ei erschlagen. Ja, die Kinder sind so grausam. Lucy kriegt einen Handschlag, ein Ei und dann kommt der gute Charlie Brown. Und mehr oder weniger. Kein Ei mehr da. Tja, Schulterzucken. Und alle freuen sich. There is an Easter Beagle. Alle freuen sich, dass es eine Easter Beagle gibt, bis auf Dings, Lucy. Ja. Ich bin ja traurig. An Halloween hat Charlie Brown nichts noch an Stein bekommen. Okay. Marcy isst ihr Ei mit Schale. Ja, aber gesalzen. Los, sie ist immer noch schlecht gelaunt.
und besucht deshalb den Easter Beagle. Der Easter Beagle wird zu einem Faustkampf herausgefordert. Ich würde sagen, Snoopy gewinnt. Ja, glaube ich auch. Denn er benutzt die einzig wahre Waffe. Die Waffe der Liebe und küsst Lucy. Er ist halt ein Lover und kein Fighter. Eben. He knows how to handle the girls. Ja, er hat auch dicke Eier. Ja. Ach, war das nicht wieder ein bisschen das zu spät, war aber. Besinnlich. Ja. Ich freue mich, it's the Pfingstochse, Charlie Brown. So. Ach. Meine Mutter hat mich immer Pfingstochse genannt. Verstehe ich. Ich glaube, sie wollte mich einfach nur Ochse nennen. Und wie hast du sie genannt? Mutter. Ach, guck mal, was es hier noch alles gibt. Da haben wir noch ganz viele Sachen vor uns. Ne? Mhm. Als nächstes dann It's Mother's Day, Charlie Brown. Nein, keine Ahnung. Gott, hoffentlich nicht. Gibt es? Ich weiß es nicht, aber würde mich nicht wundern, wenn es irgendwas in der Richtung gibt. Aber du kennst doch sicher diese Peanuts-Comics, wenn Snoopy da sitzt und seinen Roman schreibt. Ja. Und er schreibt hier immer diesen berühmten ersten Satz, It was a dark and stormy night. Aha, aha. Und ich habe herausgefunden, wo das herkommt. Okay. Also scheinbar hat Washington Irving das 1809 tatsächlich als erstes benutzt. Aber es gab dann einen englischen Autor namens Edward Beulah Lytton, der das 1830 in seinem Roman Paul Clifford verwendet hat. It was a dark and stormy night. The rain fell in torrents. Und so weiter. Und das wurde gewählt als schlechtester Roman Anfang aller Zeiten. Und ja, natürlich ist das ein Grund, warum die Peanuts, warum Snoopy das immer macht. Aber seit 1982 gibt es auch den jährlichen Beulah Lytton Fiction Contest, in dem die Leute den schlechtesten Anfang möglich schreiben sollen und dafür Preise kriegen. Ach. Tja. Ist schon merkwürdig, Charlie Brown. Beeindruckend, aber nicht auf die gute Art. Und falls ihr euch fragt, warum ich heute ein wenig hallig klinge und ab und zu Geräusche von mir gebe. Liegt daran, dass der Floh eine Hallig ist in der Nordsee. Ja. Ich bin der Easter Beagle. Nein, irgendwas anderes bin ich. Ich bin das. Well. Ja, was haben wir denn sonst noch so für Themen? Was hast du denn seit unserer letzten Sendung so gemacht? Ist ja schon ein bisschen her. Lass mich darüber nachdenken. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Dienstag. Es war ein Dienstag. Und da ich wachte morgens auf. Genau. Was hab ich gemacht seit unserem letzten Auftritt? Nein. Also unserer letzten Aufnahme. Ich habe ein Vorspielen bei einer Band gehabt und habe es, glaube ich, geschmissen. Also ich für mich einfach, weil ich gemerkt habe, Funk ist schon geil zu spielen, aber ich kann es nicht. Das ist einfach zu funky. Ja, das zum einen bin ich nicht funky, ich bin eher groovy. Und zum anderen ist es einfach eine zu andere Art, das Instrument zu bedienen, als ich es gewohnt bin. Das ist mir, glaube ich, zu viel Arbeit. Ja. Was gab es noch Schönes, was ich gemacht habe? Ich habe gefühlt
hunderte Betriebssysteme installiert. In echt waren es, glaube ich, nur 4. Hat aber gereicht, weil 3-mal davon war es Windows. Oh ja. That's the sound of Windows. Ich habe im Garten gewerkelt und bin sehr zufrieden darüber, dass bislang nichts eingegangen ist, was nicht hätte eingehen sollen. Das geht in die Geschichte ein. Nein, eben nicht. Das erste Mal Zucchini gepflanzt. Du weißt ja, dass du die testen musst, bevor du siehst. Auf was? Wenn sie bitter schmecken, waren sie nichts. Okay. Weil dann haben sie irgendeinen Giftstoff. Das ist bei den Gekauften ist das nicht, aber bei Gesäten kann es passieren. Ist selten, aber kann vorkommen. Okay. Lass ich das besser meine Frau testen oder teste ich das selber? Wenn ich jetzt sage, deine Frau haut dir mich wieder. Hallo, Herr Nachbar, probieren Sie mal. Ich habe Ihnen da was mitgebracht. Wir haben so viel davon im Garten. Ich verstehe, warum einem andere Leute immer ihre Zucchini andrehen wollen. Ja, das kann dir passieren. Das ist nämlich dann, wenn du Glück hast, viel. Ja, gut, das ist nicht schlimm, weil meine Schwiegermutter ein vortreffliches Rezept hat für Zucchini, süß-sauer mit Curry, eingelegt in Essig. Sehr, sehr geil. Könnte ich mich tot dran fressen. Ich hatte letztens so schon länger her gemacht Zucchini so in dickere Scheiben. Dann Knoblauch in Stifte geschnitten und so 3-4 in so eine Scheibe Zucchini reingedrückt. Ja. Und dann paniert mit Panier, also Ei, Mehl, Paniermehl, aber in das Paniermehl viel Parmesan rein. Und das Ganze dann im Ofen so lange, bis es braun ist. Und ja, das ist schon geil. Dieses Fertig-Parmesan-Pulver oder selbstgeriebenen? Ich reibe immer selbst. Okay. Aber das ist, glaube ich, in dem Fall egal. Ja, ich glaube, das ist so eine Frage der Konsistenz, oder? Also ich meine, wenn du selber reibst, ist der ein bisschen fettiger und nicht so fein, oder? Ich würde sogar sagen, ja gut, kommt darauf an, was für Pulver du nimmst. Also wenn das dieses Miracoli-Pulver genau, nimmst, dann ist das sehr trocken und sehr fein. Aber es gibt ja auch so andere, so ein bisschen grober geriebenes. Ja, ich glaube, da macht es nicht so viel aus. Aus richtigem Käse und nicht aus so Trockenzeugs. Mhm. Okay, das werde ich mal testen. Ich habe übrigens jetzt letztens aufgrund deines Hinweises, sag ich mal, das auch mal probiert, so Tomatenkrempel im Backofen zu machen. Mhm. Köstlich. Sag ich köstlich. Doch. Das sind ganz andere Aromen, als wenn man es sonst irgendwie probiert. Ja. Das ist. Ich hatte ganz viel Cocktailtomaten übrig, die dringend gemacht werden mussten. Alle halbiert, Auflaufform, bisschen Olivenöl, bisschen Knoblauch, bisschen mehr Knoblauch. War echt gut. Wenn man erst mal angefangen hat, kann man da viele schöne Varianten mit. Du, das glaube ich. Ich habe mich auch mal versucht an etwas schärferer, karibisch angelehnter Küche. Ich habe seit langem mal wieder ein Gericht geschafft. Haha. Wo ich von geschwitzt habe beim Essen. Und zwar so, dass es mir persönlich unangenehm war, aber es war so lecker, dass ich weitergegessen habe. Es war die Mischung aus Scotch Bonnet, Habaneros und Sambal Oleg. Ja. Jede Zutat einzeln ist super, aber als Mischung hat es mir dann doch mehrmals gezeigt, dass es brennt. Zweimal. Mindestens. aber es war lecker. Das glaube ich dir. Was habe ich noch gemacht? Ich habe geschafft, dass mein Computer jetzt ein IP-Telefon ist. Jetzt muss ich nicht mehr runter das Telefon holen, sondern kann einfach am Computer sitzen bleiben, wenn jemand anruft. Hm.
Ja, ich glaube, es war es im Großen und Ganzen. Sonst halt der übliche Wahnsinn. Ja. Die Arbeit, 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 Frau 2. Ja, richtig, Frau. Und so, was man halt so tut, ne? Ja. Und bei dir? Ich habe, meine Tomaten wachsen schön und gedeihen. Ja. Das freut mich. Und ich habe etwas auf der Wiese ausgehoben, das aussieht wie ein Grab, wenn auch sehr flach. Und habe dort Wildblumen gesät. Aha, aha. Die habe ich heute festgestellt, kommen jetzt so langsam. Okay. Und ich habe auch ein großes Stück Holz mit einem, also mit mehreren Bohrern bearbeitet, um ein Insektenhotel zu schaffen. Bitte sag, dass du ein Holzkreuz gemacht hast, was du ganz viel durchlöchert hast als Insektenhotel für dein Grab. Nein, da steht ja schon ein Stein. Aha. Also noch ist keiner eingezogen, aber... In das Grab oder in das Insektenhotel? Beides. Okay. Na, auf dem Grab waren Ameisen vorhin. Ach ja. Aber ich habe schon einem Bienchen gezeigt, wo er einziehen kann. Aha. Der lag nämlich so ganz betäubt im Bad rum. Da habe ich ihn aufgesammelt und habe ihm ein bisschen Zuckerwasser gegeben. Und fand es so niedlich wie diese Zunge. Okay. Wie so ein Hund. Und irgendwann ist er dann wieder gestärkt weitergeflogen. Ach, war schön. Ja. Ah. Ja, und ansonsten... Ach, dies und jenes. Und jenes und dies. Und so weiter. Auch jenes? Weniger. Das dachte ich mir fast. Ja, Invader Sim-mäßig bin ich nicht ganz so weitergekommen. Oh. Ich habe nur eine Folge geschafft. Ich muss kurz den Episode Guide aufmachen. Das muss ich auch. Wo war ich denn? Episoden alt und verbittert? Nein. Das nächste müsste der Kampf der Planeten gewesen sein, oder? Das war korrekt. Und zwar Folge 13. 13. Genau. Ja, fand ich von der Idee her ganz nett, die Folge. Ja, also, dass der Mars dann als quasi Lebewesen die Erde angreift. Genau. War zumindest was anderes als erwartet. Ja. Aber die Folge als Gesamtpaket hat mich nicht überzeugt. Mich auch nicht. Vielleicht, weil es so eine Folge war, die über die ganzen 25 Minuten oder so ging. Genau, die war erschreckend lang. Ja. Und dafür war das Thema irgendwie nicht... Genau. Hat mich auch jetzt nicht so super überzeugen können. Ja. Nächste Folge war ein grauenvolles Halloween... die habe ich halb gesehen. Dip bekommt ständig so, wie heißt das denn? Es sind ja keine richtigen Flashbacks, aber seine Wahrnehmung verändert sich regelmäßig, dass er in einer Albtraumwelt sich glaubt zu befinden. Ja, er hat irgendwie so komische Visionen. Visionen, das ist ein schönes Wort dafür. Weil er mit einem Experiment seines Vaters herumgespielt hat. Ja, und seine einzige Rettung, glaubt er, ist es, wenn er seinen Erzfeind mit in diese Traumwelt oder was auch immer holt. Genau, die Lehrerin merkt, dass mit Dip was nicht stimmt und lässt ihn kurzerhand in eine Anstalt bringen. Tja, es hat Bon und Bim, 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 Bim. Ich gehe trotzdem nicht aus der Bade. Wobei das schon lustig wäre.
Dann hört man nur so nasse Fußdapser, einen Schrei und dann wieder Dapser und dann geht's weiter. Ja, es würde passen in diese Folge The Halloween Spectacular of Spooky Doom. Und hier ist, ich würde sagen, es ist dasselbe wie bei der letzten Folge. Es ist einfach zu lang. Okay. Ich meine, es ist nicht schlecht, es hat ein paar kaputte Ideen und ein paar merkwürdige Monster. Aber irgendwie, man muss sich ganze fast 25 Minuten auf eine Geschichte konzentrieren. Ich meine, wer schafft das schon? Ja, ich bitte dich. Ja, die Folgen 15 und 16 habe ich dann leider nicht mehr bearbeiten können. Müssen wir die auf das nächste Mal verschieben? Okay. Vielleicht fällt mir noch ein, worum es da ging. Mysteriöse Mysterien und der Dip-Klon. So wie Planet Hobo 13 und Sims großer Tag. Genau. Ach. Wusstest du eigentlich, dass wenn du der Zauberer von Oz guckst und beim MGM-Löwen beim dritten Brüllen das Album The Dark Side of the Moon von Pink Floyd anmachst, dass das passt? Okay. Nein, bislang nicht. Ich habe das auch die Tage durch Zufall irgendwo gelesen. Welcher Zauberer von Oz? Das Original von, ich glaube, 39. Okay. Es muss wirklich einige Übereinstimmungen geben, bis hin zum Ende des Albums, das mit so Herzschlaggeräuschen endet. Die müssen genau in dem Moment dann kommen, wenn Dorothy an der Brust des Blechmannes nach dem Herzen hört. Die Band sagt, es ist purer Zufall. Alle sagen, es ist purer Zufall. Ja gut, das Album ist von 73. Die hatten nicht einfach mal so schnell ein Video davon da. Ich weiß nicht. Verdammt, du hast recht. Ich habe immer recht. Womit? Aber vielleicht hatten sie einen Filmprojektor. Angeblich sollen auch andere Sachen wie Another Brick in the Wall auf den Pixar-Film Wall-E passen. Es muss auf YouTube wohl auch geben, Another Brick in the Wall-E. Naja, jetzt, ich habe gerade mal geschaut, ne? Die ersten Videorekorder für den Heimgebrauch Anfang der 60er Jahre. Löwe Optacord 500 wurde auf der Funkausstellung 61 der Öffentlichkeit vorgestellt. In den 70ern wurde das VCR-Format von Philipp und Grundig entwickelt. Und übrigens, damit wir unser Muppet-Thema haben, in die Muppets, der Zauberer von Oz, sagt Pepe, die Krabbe, irgendwann, diejenigen von euch, die die dunkle Seite des Mondes, das ergibt doch keinen Sinn, der Satz, diejenigen von euch, die die dunkle Seite des Mondes jetzt Play drücken müssen. Also wird das auch drauf angespielt. Hätte ich nie verstanden und das jetzt. Witzig. Es muss auch in anderen Filmen und Serien immer wieder vorkommen, wie Supernatural oder How I Met Your Mother. Mir ist das nicht aufgefallen. Ich auch nicht. Tja. Ach ja. Wie kriegen wir denn dich dazu, Roy Black Filme zu gucken? Das kriegt ihr schon, es dauert nur ein klein wenig. Okay. Sonst wäre ich nächsten Dienstag einfach mal vorbeigekommen. Also morgen oder nächsten Dienstag, je nachdem. Und hätte dir
meine Kopie dieses Films, eben jenes Films, vorbeigebracht. Ich habe schon daran gearbeitet, mir eine Kopie zukommen zu lassen. Ausgezeichnet. Ja. Das wird dann unsere letzte Episode sein, weil sie mit einem Massenselbstmord endet. Hoffentlich. Es müsste ja dann auch irgendwie zeitlich langsam mit dem Podstock passen. Nein, dieses Jahr ist Podstock ja früher. Ja, eben. Ja. Und dann können wir schön aufhören. Ach, auch schön aufgehört hat übrigens König Béla I. von Ungarn, als sein hölzerner Thron unter ihm zusammenbrach. Gut. Shit. Nein, Shit war eher der König Martin I., König von Aragon. Der starb an einem Lachinfall in Verbindung mit Verdauungsstörungen. Ja, verstehe ich. Ja. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Kennst du auch den chinesischen Dichter Li Bai? Kommt jetzt irgendein rassistischer Witz? Nein. Okay. Höchstens, dass Chinesen ja Alkohol nicht so vertragen. Mhm. Weil der ist im alkoholisierten Zustand in einen See oder in einen Fluss gestiegen, weil er das Spiegelbild des Mondes umarmen wollte und dabei ertrunken. Das ist aber schon ziemlich poetisch. Erinnerst du dich auch an den Markgraf der Lausitz, Dedo den Dritten? Ja, klar. Ja, der wollte ja mit dem Kaiser Heinrich dem Sechsten auf einen Feldzug. Mhm. Und weil er ja den Beinamen der Fette hatte, wollte er sich das Fett ein bisschen rausschneiden lassen, um wieder fitter zu sein, und starb an den Folgen der Operation. Puh. Ja, das ist scheiße, ne? Ja. Auch scheiße ist natürlich das, was mit Edward II. Passiert ist, dem König von England und Wales. Also angeblich. Angeblich König oder angeblich passiert? Angeblich passiert. Es ist nicht ganz klar, ob das stimmt, aber okay. Die Geschichte sagt, dass seine Frau und deren Geliebte ihn verhaften haben lassen und eingesperrt. Mhm. Und dass er hingerichtet wurde, indem man ihm über ein Horn glühendes Eisen rektal eingeführt hat. Ja, das ist mal Feuer unterm Hintern. So wie König Karl II. Der hat sich jeden Abend therapiert, indem er sich in Tücher hat einwickeln lassen, die mit Weinbrand getränkt waren. Bis ein Diener abends mal mit der Fackel zu nah angekommen ist. Wusch. Okay. Manche Menschen sind komisch. Ist der Flo noch da? Ich bin noch da. Hilfe. Was, hörst du mich nicht? Ach Gott sei Dank. Ich habe nämlich gerade, doch, leider. Ich habe gerade nämlich Dinge festgestellt. Warte mal, ich muss mal hier, wenn ich hier drücke, tut's weh? Aua! Gut, dann drücke ich jetzt nochmal. Aua! So, jetzt müsste es blau leuchten. Was macht es? Es leuchtet blau. Du hast dich angehört wie Thomas Otway. Ja, ich fühlte mich auch so. Das ist ein englischer Dramatiker, der fast verhungert wäre, 1685. Er hat das dann ein bisschen Geld erbettelt und sich ein Brot gekauft. Und an dem ist er dann erstickt. Trottel. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jetzt ist das weg. Warum ist das denn weg? Ich hab's nicht weggemacht. Ja, ja. Vielleicht ist es in deiner Brusttasche. Nein. Ist da dein Bart drin? Nein. Weil der Bart von Hans Steininger, dem Stadthauptmann von Braunau, der war immer in seiner Brusttasche, fast 1,5 Meter lang. Aha, und als er das mal nicht war, ist er draufgetreten, gestolpert und hat sich das Genick gebrochen.
Tja, nun. Ach ja, es kamen nicht wirklich gute Dinge aus Braunau, die mit Bärten zu tun haben. Wo wir gerade bei Braunau und Dingen mit Bärten sind, kennst du den Adolf Friedrich, den König von Schweden? Ich mag deine Überleitung wirklich sehr. Ach, wenn du mir so Vorgaben gibst, muss das doch sein. Der ist nämlich am 12. Februar 1771 in einem Schlaganfall gestorben. Aha. Deren Schlaganfall wurde verursacht von Verdauungsproblemen. Was ich verstehe, denn seine letzte Mahlzeit ist auch gut überliefert. Es war Hummer, Kaviar, Sauerkraut, Räucherhering, Champagner und zum Abschluss 14 Portionen seines Lieblingsessens Hedweg, was immer das ist, serviert in heißer Milch. Ja, das ist schon. Hedweg ist. So ein gefülltes Gebäck Zeugs, Dings. Ich muss gerade irgendwie an, wie heißt der hier, Simpsons, Wiggum, oh. Chief Wiggum denken. Bei gefüllten Gebäcksachen. gefülltes Gebäck. Ich weiß ja nicht, ob Hypatia auch gefüllt war, die griechische Mathematikerin. Die wurde aber von einer Schar christlicher Fanatiker ermordet und gehäutet mit Muschelschalen. Okay. Ja. Warum habe ich das mein Handy blau? Es leuchtet blau. Warte. Ja, das heißt nichts Gutes. Was ist hier los? So. Warum? Weil sie es konnten. Ja, aber man muss doch nicht alles machen, was man machen kann. Ja, es war schon ein bisschen nach der Christenverfolgung. Bei der wurde ja zum Beispiel auch Laurentius von Rom auf einem großen Gitterrost gegrillt. Angeblich sind seine letzten Worte, und das ist kein Witz, lasst mich wenden, auf der einen Seite bin ich jetzt durch. Ist übrigens Schutzpatron der Köche und Feuerwehrleute. Witzig. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich meine, manche haben es nicht besser verdient, wie der amerikanische Politiker Governor Morris, der an inneren Verletzungen starb, weil er sich, um eine Verstopfung zu lösen, ein Stück Walknochen in seine Harnröhre einführte. Au! Ja. Ja. Das tut schon weh beim drüber nachdenken. Ja. Ich weiß nicht, das hat mir, also die hatte ich schon erzählt, ich glaube, wir hatten es auch in der letzten Sendung, diesen Anwalt, der 1871 bei einem Mordprozess beweisen wollte, dass das Mordopfer sich auch selbst erschossen haben könnte und sich dabei selbst erschossen hat. Der Angeklagte wurde daraufhin freigesprochen. Deswegen. Ja. Na, wenigstens war er ganz bei der Sache. Ja. Quick, 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 quick. Ja, bitte? Ach. Ich will auch in die Badewanne. Ich hab Platz, komm rein.
Darf ich was zu essen mitbringen? Natürlich, aber krümel nicht so. Ich wollte jetzt ein Tischchen bauen für in die Badewanne. Also quasi für auf den Badewannenrand, so weißt du, so drüber, dass man das Notebook mitnehmen kann und die Pizza und nicht direkt alles voll krümelt oder es nass wird. Everything what floats your notebook. Ach. Ich glaube, ich fände die Idee schon gut, so die halbe Badewanne quasi zu überdachen. Ja. Und dann hat man Ablagefläche und kann auch was arbeiten in der Badewanne. Dann ist das Baden nicht ganz so unnütz. Okay, je länger ich drüber nachdenke. Kennst du auch den König von Griechenland, Alexander? Ja, klar. Weißt du auch, wie der gestorben ist? Kennt ihn nicht. Geschlechtskrankheit. Ja, fast. Der ist durch den Nationalgarten von Athen gegangen, zusammen mit seinem Schäferhund. Und der Schäferhund wurde von einem Berberaffen angegriffen. Er hat also versucht, den Hund zu verteidigen und wurde von beiden Tieren gebissen. Die Bisswunden haben sich dann entzündet, eine Blutvergiftung kam und er war tot. Übrigens auch Blutvergiftung war der Artist Sigmund Breitbart. Der wollte nämlich zeigen beim Auftritt, wie er mit bloßer Hand einen Nagel durch 25 mm dicke Bretter schlagen kann. Hat er geschafft, direkt in sein Knie und das hat sich entzündet und er ist gestorben. Okay. Ich würde ja sagen, ist in Ordnung, soll Gott sie aussortieren. Aber scheinbar reproduziert er nur die auch auf lustige Weise zu ihm kommen. Aber du kennst doch auch die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan. Das sagt mir wirklich was. Ja, die Geschichte hast du vielleicht auch schon gehört. Ich kannte sie schon. Die ist nämlich mit einem offenen, was denn? Das habe ich weggeklickt, verdammt. Also mit so einem Oldtimer-Dings. Ja. Durch Nizza gefahren. Modisch wie immer, mit einem langen Schal, der sich in den Radspeichen verfangen hat und ihr das Genick gebrochen. Witzig. Also. Nicht für sich. Ja. Ja, wenigstens Genick gebrochen. Ja, ging schnell. Genau. Nicht so schnell wie bei dem Schriftsteller Sherwood Anderson. Der hatte eine Bauchfellentzündung und starb qualvoll, weil er einen Zahnstocher verschluckt hat. Ew. Ja. Ew. Und das klingt nicht. Selbst wenn man sowas für die Wissenschaft macht, wie Roland Madison, ein 20-jähriger Soldat der Royal Air Force. Der heißt Madison und macht was für die Wissenschaft? Ja. Cool. Nee, er hat einmal was für die Wissenschaft gemacht und es war sehr schnell vorbei. Ach so. Er hat 1953 nämlich für 15 Schilling 20 Tropfen des Kampfstoffes Sarin sich auf sich träufeln lassen und war sofort tot. Wollte gerade sagen, das ist aber ziemlich dumm. Ja gut, das wusste man damals wahrscheinlich noch nicht so, oder? Man war sich noch unsicher. Dann kam Herr Schilling und man wusste sofort Bescheid. Nein, Herr Madison. Herr Madison, er bekam Schilling, genau. Oder er bekam Madison, je nachdem. Ja, kennst du auch die Nedelin-Katastrophe in Baikonur? In Konur oder Baikonur? In Bai. Nein. Da hat einer den falschen Schalter umgelegt
und damit die zweite Stufe einer Interkontinentalrakete gezündet, 1960. Ah, aber die war leider noch nicht ausgefahren. Gestartet, ja. Ja, ja, ja. Zwischen 92 und 200 Tote. Aber man weiß jetzt, das Ding hat funktioniert. Ja. Von der technischen Seite her ein voller Erfolg. Ja, umso weiter man in die Gegenwart kommt mit den lustigen Todesfällen, umso weniger lustig sind sie. Schade. Mhm. Ach, weißt du was? So wie Mike Edwards, der Cellist der Electric Light Orchestra Band, der 2010 gestorben ist, weil ein Heulbeilen einen Steilhang herabgerollt ist und mit seinem Auto kollidiert. Oh, das wusste ich auch nicht. Das war erst letztes Jahr. Egidius Schiffer, ein deutscher Serienmörder, ist an Herzrhythmusstörungen gestorben in seiner Gefängniszelle. Aha. Weil er seinen Körper an das Stromnetz angeschlossen hat, um sich sexuell zu stimulieren. Der ist an einem herunterrollenden Heuballen gestorben? Ja. Hat gearbeitet für Electric Light Orchestra? Die Band, ja. Die das Lied gemacht haben, Don't Bring Me Down? Ja. Gut.